Es ist ein Hauch Romantik, der uns eine Reise nach Griechenland so sehnsüchtig erwarten lässt. Im Unterbewusstsein keimt die Hoffnung, in dieser Landschaft Menschen zu begegnen, die uns vielleicht den Weg zu verlorenen Idealen leichter machen könnten. Es ist so, wie es der Schweizer Historiker und Diplomat Karl Burckhardt vor wenigen Tagen in Olympia gesagt hat. Über allem, was wir erblicken, liegt ein beglückendes Licht, das unser Auge anderswo nie aufgenommen hat. Dieses Licht lässt alles Sichtbare in strenger Genauigkeit erscheinen, und dennoch bleibt es immer zart. Es verleiht jeder Einzelheit ihre volle Bedeutung, und gleichzeitig verleiht es allem eine edle Distanz. Wie ein Dichter es aussprach, nichts lässt sich diesem Licht vergleichen, es sei denn der Geist selbst. Das Land des Pelops, dessen Gebeine im olympischen Hain bestattet sind, ist reich an Früchten. Kornfelder, Oliven, Wein, Feigenbäume und Zypressenhaine bestimmen die liebliche Landschaft. Wir sind hier auf der Suche nach allem, was vor 2000 Jahren war. Wir wünschen uns, in diese Zeit zurückzuversetzen. Wir suchen nach Harmonie. Doch nun sind wir schon in dem kleinen Ort Olympia, der erst in der modernen Zeit entstanden ist, und wir müssen uns losreißen und uns erinnern lassen, dass wir Verlorenes nicht zurückholen können. Wir leben in einer anderen Zeit. Die festlichen Tage hatten ihre Ausstrahlung auch in diesen Ort mit Geschäft, rührigem Leben und internationaler Gesellschaft gesandt. Wir lernten hier 5 junge Japaner kennen, die mit ihren beiden geländegängigen Fahrzeugen unter Führung von Dr. Take Aso bis nach Singapur reisen wollen, um die Strecke für den olympischen Fackellauf, der in 3 Jahren den asiatischen Kontinent queren soll, kennenzulernen. Kehren wir zur Stille zurück. Nur das Zirpen der Grillen ist hörbar. Wir blicken auf die Landschaft am wasserreichen Alpheios. Jetzt der bewaldete Kronos-Hügel, zu dessen Füßen inmitten des olympischen Pinienhains die Ruinen des Zeus-Tempels liegen. Als die deutschen Archäologen in den 70er Jahren hier mit der Ausgrabung begannen, da wohnten sie in diesem Häuschen auf der Höhe, da das Tal noch von der Malaria verseucht war. Auf dieser Zeichnung vor der Ausgrabung sieht man weit und breit noch nichts von Ruinen. Aber aus der Literatur wusste man, dass Olympia am Fuße eines Hügels lag, wo der Kladeusbach in den Alpheios mündet. 1300 Jahre war Olympia vergessen. Nicht einmal der Name war an dem Ort haften geblieben. Ausgegraben wurde er erst 1876 von den deutschen Gelehrten Ernst Curtius und Wilhelm Dörpfeld, die von der Reichsregierung die Mittel dazu erhielten. Diese Aufdeckung von Olympia machte damals großen Eindruck auf die Welt und hat zweifellos auch die Wiedergeburt der Olympischen Spiele gefördert. So hat man sich wohl das antike Olympia vorzustellen. Tempel und Sportanlagen, die nur alle 4 Jahre benutzt wurden. Eine reine Wallfahrtsstätte in ländlicher Stille, keine Stadt und kein Dorf dabei. Dieses Modell zeigt das helle Dach des Zeus-Tempels. Das Viereck des Tempelbezirks ist durch eine Mauer von den Sportanlagen getrennt. Links außerhalb die Trainingsstätten und Unterkünfte, unten die Verwaltungsgebäude und rechts geht es zum Stadion hinaus. Die Spiele waren Gottesdienst. Im Wettkampf brachte der Kämpfer sich selbst zum Opfer dar. Gewährte der Gott ihm den Sieg, so war sein Opfer angenommen. Der höchste Augenblick, den ein Hellene erleben konnte.
Die sogenannte Echohalle trennt das Heiligtum vom Stadion. Hier kamen die Olympioniken an 16 Zeus-Statuen vorbei, errichtet aus den Strafgeldern bei Verletzung der Kampfgesetze, zur letzten Mahnung an die Athleten. Erst seit der 98. Olympiade wird von Verstößen gegen die Gesetze berichtet, etwa Schiedsrichterbestechung. Also fast 400 Jahre Spiele ohne Verstöße. Durch diesen überwölbten Gang traten die Kämpfer ins Stadion hinaus. In seinem kühlen Dunkel warteten sie, in ihren Mantel gehüllt, noch einmal die Weisungen ihres Trainers überdenkend. Ein Trompetenstoß ruft sie hinaus. Herolde verkünden ihre Namen und ihre Stadt. Die Kampfrichter weisen ihnen ihre Startplätze zu. Auf den Startschwellen, die heute noch hier liegen, an denen in 396 Spielen das Kommando Appite zum Starten erscholl. Als wir vor Jahren unseren Film drehten, war vom Stadion nur dieser Startplatz ausgegraben. Die Laufbahn war noch von dieser 4 Meter hohen Lehmschicht bedeckt. Einige Fotos von den Ausgrabungsarbeiten. Die Wälle für die Zuschauer bestanden aus aufgeschütteter Erde ohne Sitzreihen. In ihnen hat man viele Weihegeschenke gefunden, die dort eingegraben waren. Zum Beispiel auch diesen Schild, wie ihn die Arbeiter ausgegraben haben. Nur diese Tribüne der Kampfrichter war aus Stein. Alles andere war bloße Erde in diesem ältesten, ehrwürdigsten und zugleich einfachsten Stadion der Welt. So sieht das Stadion heute wieder aus. 250.000 Mark wurden mühevoll gesammelt. Der Deutschen Olympischen Gesellschaft in erster Linie, dann dem Deutschen Sportbund, ist es zu verdanken, dass diese so unerwartet wertvolle Ausgrabung durchgeführt werden konnte. Der unermüdliche Mahner, der zu Taten rief, war der Kölner Professor Karl Diem. Als er 75 Jahre alt wurde, hat man die Karl-Diem-Stiftung ins Leben gerufen. Diese Stiftung war das Sammelbecken für die Arbeit der letzten Jahre. Noch wird hier gearbeitet und noch muss der Ostteil planiert werden. Hier einer der 44 Brunnen, in denen sich die wertvollsten Stücke fanden. Drainagen und Grünflächen sollen angelegt werden, um das Werk für die Zukunft zu sichern. Rund 150.000 Mark fehlen noch. Sie müssen aufgebracht werden. Erst dann ist das begonnene Werk wirklich vollendet. Niemand darf sich dieser Verpflichtung entziehen. Über den einst gewölbten Stadioneingang blicken wir zum Zeltlager, in dem 160 Studenten aus Griechenland und Deutschland wohnen. Die Wimpel der Teilnehmer an der Olympischen Akademie, die aus 26 Nationen gekommen waren, wehen über dem Lager. Das ganze Gelände, in dem dieses Zeltlager steht, wurde vom griechischen Olympischen Komitee aufgekauft. Hier soll die Olympische Akademie auch später ihre Heimstatt finden. Aber diese Akademie ist einer zarten, jungen Pflanze vergleichbar, die sorgsam gehegt und gepflegt werden muss, wenn sie wachsen und gedeihen soll. Eine Aufgabe erwächst hier, die nur in gemeinsamer Anstrengung der Jugend aus der ganzen Welt zu lösen sein wird. Die jungen Menschen, denen wir hier begegneten, genossen diese Tage am Ursprungsort des olympischen Sports. Unter schattenspendendem Zeltdach fanden sie Ruhe und sie hatten den Blick frei auf das Stadion, das ja eigentlich gar nicht ausgegraben werden sollte, weil die Archäologen daran zweifelten, dass hier noch wertvolle Funde zu erwarten seien. Im Olympischen Hain, unter den Säulenresten der Palästra, finden wir dann die Teilnehmer an der Olympischen Akademie versammelt. Es scheint auf den ersten Blick, als sei die Zeit um 2000 Jahre zurückgedreht. Professor Karl Diem, Toni Nett, der amerikanische Physiologe Professor Steinhaus und andere Professoren und Lehrkräfte aus der Schweiz, Österreich, England und Griechenland versuchen in klärendem Gespräch und im Einzelvortrag aufgeworfene Fragen zu beantworten. Wir hören Professor Karl Diem, dann Toni Nett. Und die guten Athleten sehen.
fühlen sie sich gedrängt, das nachzumachen. So ist das eben einer der Vorteile unserer Zeit. Die Jugend wird frühzeitig an guten Vorbildern geschult und das andere macht dann der Übungsleiter, der sie ausfeilt. Ja, das wollte ich ja gerade in dem Zusammenhang sagen, dass es eben in erster Linie eine Verfeinerung der Trainingsmethoden ist. Einmal eine Verfeinerung der Trainingsmethoden, aber ein ganz, ganz wesentlicher Faktor heute, es wird sehr viel härter trainiert. Und man kann deshalb viel härter trainieren, weil die Trainingsmethoden verfeinert sind. Das ist ein Ring, der schließt sich. 10 or 12 different activities, running activities, jumping activities, throwing activities. And one couldn't therefore generalize about all. Professor Diem selbst sagte uns einige Worte zum festlichen Tag der Stadionübergabe. Er ist durch sein Wirken und durch seine Forschungsarbeit zu einem echten Olympia geworden. Sein Name ist mit dem Begriff Olympia und mit der Geschichte der modernen Olympischen Spiele untrennbar verbunden. Vor wenigen Tagen feierte er seinen 79. Geburtstag. Wir haben den heutigen Tag, an dem das antike Stadion von Olympia dem Sport der Welt wiedergegeben werden soll, mit einem Gottesdienst auf dem Kronos-Hügel begonnen. Und dann sind wir in die Paläster hinabgestiegen, wo ich mich jetzt gerade befinde, und haben für die versammelten Teilnehmer aus 26 Ländern eine Unterrichtsstunde in der modernen Technik abgehalten, bei dem sich die griechischen, deutschen, englischen, amerikanischen Fachleute zum Unterricht bereit erklärt hatten. Man kann also sagen, der Zweck dieser Ausgrabung, die ja nicht bloß die herrlichen Kunstschätze der archaischen Zeit zutage fördern sollte und in unerwartetem Ausmaß auch zutage gefördert hat und nicht bloß die Geschichte dieser alten Kultstätte vertiefen sollte, diese Ausgrabung hat sich gelohnt. Olympia lebt wieder. Lebten wir noch in der längst vergangenen Zeit, als im Stadion nackte griechische Kämpfer ihre Spiele austrugen, so hätten wir vielleicht gesagt, Zeus hat uns ein Zeichen des Wohlgefallens gegeben, als er Blitz und Donner und gewaltige Regenfluten vom Himmel schickte. Aber wohl nur die Bauern der wasserarmen griechischen Landschaft haben das so aufgefasst. Die Studenten, die in fleißiger Arbeit ihre Vorführung für die festlichen Stunden eingeübt hatten, sahen, dass alle ihre Bemühungen buchstäblich durch die Regenfluten ertränkt wurden. Regen und Schlamm schienen die Arbeit von Wochen vernichtet zu haben. So wurde deutlich, wie notwendig es ist, noch vor Einbruch der winterlichen Regenzeit die Arbeit im Stadion zu vollenden. Wir aber hatten so Gelegenheit, Professor Kunze, den Leiter der Ausgrabungen, in seiner Olympischen Schatzkammer zu besuchen. Wir befinden uns in dem Magazin des Grabungshauses, der Olympiagrabung, in dem Magazin, in dem die Bronzefunde der letzten Jahre, soweit sie noch nicht wissenschaftlich bearbeitet sind, also noch nicht museumsreif sind, aufbewahrt werden. Ein Blick zeigt schon die unerhörte Fülle der Bronzen und besonders dieser Blick auf die Regale, die hintereinander stehen, die angefüllt sind mit griechischen Helmen, gibt eine besonders eindringliche Vorstellung von dem unerhörten Fundreichtum, den wir dem Stadion verdanken. Diese Helme sind nicht nur waffengeschichtlich interessant, sie zeigen uns auch die Qualität, die Vollkommenheit des griechischen Handwerks. Einzelne Stücke kann man geradezu als Kunstwerke bezeichnen. Schauen wir uns noch schnell einige der kostbarsten Stücke an.
zwei Hoplitenhelme des späten 6. Jahrhunderts vor Christus von korinthischer Art. Bei dem einen ist der Nasenschutz aufgebogen, um den Helm unbrauchbar zu machen, denn diese Helme, bei denen die handwerkliche Meisterschaft und künstlerische Ausarbeitung besticht, waren ja Weihe- und Opfergeschenke, die im Heiligtum des Zeus zum Dank für den Sieg dargebracht wurden. Ein Brustpanzer des 6. Jahrhunderts, unversehrt der goldbraune Glanz der ursprünglichen Bronzefarbe. Bewundernswert die hohe Qualität des Metalls, denn dieses einzigartige Waffenstück, das nirgends auf der Welt seinesgleichen hat, war ja schon 2500 Jahrtausende alt, als es in der Tiefe eines Brunnens im Olympischen Stadion nahezu unversehrt entdeckt wurde. Dieser überlebensgroße Löwenkopf ist noch 100 Jahre älter. Vermutlich war er an einer der damals noch hölzernen Türen des Hera-Tempels angebracht, des einzigen frühen Tempels im Olympischen Hain. Auch hier müssen wir voll tiefer Bewunderung die großartige plastische Durcharbeitung und die feine Gravur betrachten. Zu den schönsten Funden gehören zwei gleichartige Figuren, die dionysische Dämonen darstellen. Professor Kunze hält diese Figuren, die beide höchste künstlerische Qualität zeigen. Wahrscheinlich waren sie auf dem Rande eines größeren Beckens gelagert und dort mit Nägeln befestigt worden. Besonders diese Figur, offensichtlich das Meisterstück, zeigt plastische Vollendung und wiederum hervorragende Gravur. Diese Helme, Beinschienen und Schilde harren noch der Bearbeitung. Das letzte Regal zeigt uns dann Keramikfunde, unter ihnen der vielleicht historisch bedeutsamste Fund, eine Tasse, die auf der Unterseite frei übersetzt die Inschrift trägt: Ich gehöre dem Phidias. Sie liefert den schlüssigen Beweis zur bisherigen Annahme, dass dieser größte Meister unter den griechischen Bildhauern tatsächlich in Olympia gelebt und gearbeitet hat. Kehren wir zurück zu unserem Modell, das übrigens Kaiser Wilhelm II. Dem Museum in Olympia gestiftet hat. Das Modell der Palästra. Säulenhallen mit Auskleideräumen um den Trainingsplatz für Ringkämpfe und Faustkämpfe. Der dunkle Streifen ist die Weitsprungbahn. Palästra und Gymnasion waren Bildungsstätten des Leibes und des Geistes, sozusagen die höhere Schule für die Jugend. In den sportfreien Stunden wurde in Musik, Poesie und Mathematik unterrichtet. Körper und Geist sollten gleichmäßig entwickelt werden. Die 200 Meter lange Laufhalle, von der aber nur dieses Stück ausgegraben ist. Unten am Sockel die Startmarke. Bei den Spielen wurde der Kurzstreckenlauf auf eine Stadionlänge ausgetragen. Die Mittelstrecke ging über die doppelte Stadionlänge. Einmal hin und zurück, also 400 Meter. Die Langstreckenläufe schwankten zwischen 1500 und 5000 Meter. Der Laufstil war ungefähr derselbe wie heute. Hier typische Langstreckenläufer mit lockerer Armhaltung und typische Kurzstreckenläufer mit hochgerissenen Armen. Dann gab es noch den Waffenlauf mit Schild und Helm über 400 Meter, sehr anstrengend. Wesentlich anders als heute war der Start. Das ist der moderne Tiefstart. Alle Bilder zeigen uns jedoch diese Haltung, den Hochstart. Nach diesen Vorbildern wurde noch 1896 hochgestartet. Die Zehen sind festgekrallt, der Fuß wird gespannt und vorgewölbt. Dadurch wird eine größere Vorlage dem ganzen Körper gegeben. Im Museum zu Olympia findet man diese Hanteln aus Stein. Sie dienten zur Kräftigung der Arme und wurden beim Weitsprung verwendet. Diese hier trägt die Inschrift Akmadites, Sieger im Fünfkampf.
Beim Aufsprung wurden die Hanteln nach hinten geworfen, um den Stand zu verbessern. Dieser Diskuswerfer von Myron hat zur Theorie geführt, dass man den Diskus ohne Drehbewegung des Körpers geworfen hätte. So wie es uns jetzt dieser Sportstudent vormacht, wieder in Zeitlupe. Nach dieser für klassisch gehaltenen Technik wurde noch 1896 bei den ersten Spielen in Athen geworfen. Man ist jedoch heute der Meinung und hat auch dafür historische Beweise, dass auch die Griechen den Körper gedreht haben, wie es heute allgemein üblich ist. Man hat antike Disken von 1 Kilogramm bis 5 Kilogramm gefunden, anscheinend für verschiedene Altersklassen. Über die Wurfweiten ist kaum etwas überliefert, denn die Griechen haben sportliche Leistungen nicht in Zahlen und Zeiten gemessen. So war ihnen auch der Begriff des Rekordes völlig fremd. Sie kannten nur den Sieger, schon der zweite oder dritte interessierte nicht mehr. So packt man den Speer heute. Die Griechen benutzten eine Lederschlaufe, um ihn beim Abwurf in eine drehende Bewegung zu versetzen, ähnlich dem Geschossdrall, damit der Speer zielsicherer fliegt. Aus einem Fläschchen wurde Öl geschüttet, mit dem er den Körper einölte. Das macht die Haut geschmeidig und schützt sie gegen die Sonne. Für das Ringen wurde sie noch mit Staub und Sand bestreut, um sie wieder griffig zu machen, damit man nicht abrutschte. Es wurden ungefähr dieselben Griffe angewandt wie heute. Und es galten auch ungefähr dieselben Regeln. 3-mal musste der Gegner auf den Rücken gelegt werden. Am wildesten ging es beim Allkampf zu, dem Pankration, eine Verbindung von Ringkampf und Faustkampf. Alle, auch schmerzhafte Griffe ins Gesicht, waren erlaubt, wie beim Freistilringen von heute. Entsprechend brutaler auch schon der Kopf dieses Allkämpfers in Olympia gefunden. Hier beginnt bereits das Gladiatorentum. Das Öl und die Staubschicht wurden nach dem Kampf wieder abgekratzt. Eine ideale Körperpflege übrigens. Mit einem goldenen Messer schnitt ein Knabe die Zweige vom heiligen Ölbaum für die Siegerehrung. Im Tempel des Zeus, vor dem Gottesbild, am 6. Tag der Spiele bei Sonnenaufgang. Und wie Pindar sagt, war der heilige Hain erfüllt von dem Gesang der Sieger und ihrer Landsleute. So war ein olympischer Sieg für diese Hellenen die edelste Erfüllung ihrer tiefsten Leidenschaft, die ihr Dichter Homer in die Worte fasst, immer der Erste zu sein und vorzuleuchten den anderen. Mit einer Ode von Pindar wurden einen Tag später als geplant auf dem Platz des Gymnasiums vor der Palästra die gymnastischen Vorführungen und Tänze der deutschen und griechischen Studenten doch noch eingeleitet. Viele Zuschauer aus der Umgebung und die Herren des Internationalen Olympischen Komitees waren anwesend. Wir sahen auch Teilnehmer des olympischen 400-Meter-Endlaufs von Rom. Karl Kaufmann, der Silbermedaillengewinner. Der dritte, Mel Spence aus Südafrika. Milka Singh war aus Indien gekommen und der fünfte des olympischen Laufs, Manfred Kinder, war auch dabei. Sie hatten gleichsam symbolisch die Startbahn betreten.
Es wurde uns während diesen Stunden und Tagen so recht bewusst, was Professor Burkhardt gemeint hatte, als er zum Abschluss seiner Festrede sagte: Mag der heutige Tag, mag die hohe Stätte, die uns vereinigt, den Heranwachsenden, die morgen die Verantwortung tragen werden, den Willen stärken, dem immer herandrängenden Chaos zu widerstehen. Streng und gefasst, wie die olympische Regel es erheischt, unbestechlich wie der Geist der wahren, der freien Forschung es zeigt, immer mit dem Ziel der Versöhnung in der Gemeinschaft.